die Therapie stand relativ schnell da, nur die Dosierung war, das war eine kleine Ausprobiererei, weil wenn ich zu niedrig dosiert war, hatte ich zu viele Symptome, ging es mir nicht gut. War ich zu hoch eingestellt, dann war ich so wie überdosiert. Ich hatte Bauchkrämpfe, Durchfall, Schwitzen. Das war das Nervenaufreibende. Zu wissen, eigentlich habe ich nicht genug, doch der Körper sagt, du hast genug. Also die wichtigsten Nebenwirkungen waren unter anderem Speichelfluss, Schluckbeschwerden, Bauchkrämpfe, Durchfall, Verwirrtheit. Also ich konnte wirklich Wasser nicht schlucken oder das Gaumensegel hat sich nicht geschlossen. Man hat mir nie gesagt, dass man mit diesem Medikament nicht an die Sonne soll. Habe ich natürlich gemacht. Ich wollte schön braun sein, gesund aussehen. Hautkrebs, die Haut ist schon vieles älter als ich. Das Schwierigste für mich war, dass ich meinen Körper nicht mehr unter Kontrolle hatte, wie ich es gerne gewollt hätte, dass ich den Tag oder mein Weggehen geplant habe, wo ist die nächste Toilette, wo kann ich mich hinsetzen. Wenn ich aufs Klo musste und die Toilette war weit unten, dann bin ich nicht mehr hochgekommen. Oder beim Versuchen aufzustehen, hingefallen. Von alleine konnte ich nicht mehr aufstehen. Ich musste auf allen Vieren zum Telefon, um jemanden anzurufen, der mir geholfen hat, wieder hochzukommen. Oder auch am Bahnhof, weil ich hatte extreme Doppelbilder und hängende Lider, mich zurechtzufinden, zu lesen, wo muss ich hin, das war auch sehr schwierig. Und auch Treppen zu steigen, das war immer ein kleines Abenteuer, weil hochgehen ging noch, aber ich ging mit durchgestreckten Beinen hoch. Und beim Runtergehen konnte ich auch nie kontrollieren, ob mir das Knie wegsackte. Also ich bin schon des Öfteren Treppe nicht runter, aber einfach hingefallen. Oder auch Treppen hoch, wenn die Stufe zu hoch war, bin ich eingeknickt, weil meine Knie einfach nicht die Kraft hatten,